Willkommen zur ersten Vorlesung. Dafür möchte ich Ihnen dieses kleine Büchlein hier ans Herz legen, eine kurze Geschichte der Menschheit. Das Buch zeigt das ganze Wissensspektrum von Professor Hoppe. Sein Freund Lou Rockwell schreibt im Vorwort: Hans zeigt in eine kurze Geschichte der Menschheit durchgehend, wie die Lehren der österreichischen Schule der Ökonomie unser Verständnis der Geschichte bereichern können. Indem er dies tut, folgt Hans dem von seinem großen Mentor Murray Rothbard vorgezeichneten Pfad. Wie Murray ist Hans ein Gelehrter mit fast allumfassenden Interessen. Er ist in der Anthropologie und Soziologie ebenso bewandert wie in der Weltgeschichte, der Ökonomie und der Philosophie. Meine Damen und Herren, Professor Dr. Hans Hermann Hoppe, eine kurze Geschichte der Weltwirtschaft. Ich danke Andreas Marquardt und ich danke Thorsten Polleit für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Thema ist relativ allumfassend und das in einer halben Stunde ist nicht ganz einfach. Ich möchte einfach beginnen, den ersten Paragraphen meines Buches vorzulesen und dann in meinen Vortrag einzusteigen. Es ist vertretbar, mit der Geschichte der Menschheit vor 5 Millionen Jahren zu beginnen, als sich der menschliche Zweig evolutionärer Abstammung von jenem unserer nächsten nichtmenschlichen Verwandten, den Schimpansen, trennte. Ebenso vertretbar ist es, vor 2,5 Millionen Jahren zu beginnen, als der erste Homo habilis auftauchte, oder vor 200.000 Jahren, als der erste Vertreter des anatomisch modernen Menschen erschien, oder vor 100.000 Jahren, als der anatomisch moderne Mensch die maßgebende menschliche Form darstellte. Stattdessen möchte ich vor nur 50.000 Jahren beginnen, als sich der anatomisch moderne Mensch zum verhaltensmäßig modernen Menschen entwickelt hatte. Dies ist jetzt also auch mein Ausgangspunkt vor 50.000 Jahren und ich versuche jetzt die 50.000 Jahre bis in die Gegenwart hinein zu verlängern. Vor 50.000 Jahren war die vorherrschende Form der Wirtschaft die von Sammlern und Jägern. Die Frauen waren meistens die Sammler. Bis auf den heutigen Tag ist das so geblieben. Die Männer waren eher die Jäger. Die Männer sind etwas degenerierter. Mit dem Jagen haben sie es heutzutage nicht mehr so sehr. Wichtig ist dabei zu sehen, was für ein Lebensstil das war. Und zwar kann man das bezeichnen als eine parasitäre Lebensweise. Insofern, als die Personen, Jäger und Sammler, den naturgegebenen Dingen nichts hinzufügen, sondern nur etwas von diesen Dingen konsumieren. Sie vermehren also nicht den Gütervorrat, den die Natur bereitstellt, sondern vermindern durch Konsum den gegebenen Gütervorrat. Und diese Tendenz der Verminderung des gegebenen Gütervorrats verstärkt sich noch dadurch, dass man bestimmte Instrumente entwickelt, die eben diesem Konsum förderlich sind, zum Beispiel eben Pfeil und Bogen zu entwickeln, die dann dazu führen, dass das Konsumieren sogar noch schneller vor sich geht, ohne größere Anstrengung vor sich geht, als das vorher der Fall war. Ökonomisch gesehen wählen die Menschen also in dieser Zeit die kürzesten denkbaren Produktionswege. Man greift einfach nur zu gewissermaßen und konsumiert dann. Es gibt keine umwegigen Produktionswege. Das Grundproblem, was in dieser Phase auftritt, ist ein Bevölkerungsproblem. Als
Jäger und Sammler, da ist es nur möglich, dass man eine relativ kleine Anzahl von Personen ernähren kann auf relativ großen Flächen. Wenn die Bevölkerung sich erweitert, die Bevölkerung wächst und man von diesem Lebensstil nicht abgeht, dann kommt es zu Problemen, entweder der Art, dass man mit anderen Personen in einen Kampf übergehen muss, sich um die Güter streiten muss, oder dass man wandern muss. Wenn also die Bevölkerung zu groß ist und die gegebenen Tiere und Pflanzen nicht mehr ausreichend sind zur Ernährung aller Personen, gibt es nur die beiden Alternativen, entweder Kampf oder Wanderung. Und wenn man wandert, dann ergibt sich dann der Zeitpunkt, wo die Welt voll ist, wo einfach kein Platz mehr ist für Jäger und Sammler. Lassen Sie mich kurz etwas zum Thema Kampf sagen. Unsere Vorfahren vor 50.000 Jahren oder so waren sehr viel kämpferischer und es gab sehr viel mehr bewaffnete und brutale Kämpfe, als das gegenwärtig der Fall ist. Selbst die Weltkriege, die wir in der jüngsten Vergangenheit hatten, haben nicht solche großen Opferzahlen erfordert, wie das üblich war zu dem Zeitpunkt der Jäger und Sammler. Es ist also eine Fantasie, eine Illusion, sich vorzustellen, dass man zu dieser Zeit friedlich und friedfertig miteinander umgegangen ist. Das Leben war, was die Kämpferei angeht, sehr viel brutaler. Und es gibt so etwas in der Menschheitsentwicklung wie einen Prozess der Zivilisation, wo Personen im Großen und Ganzen friedfertiger werden, als sie das in der Vergangenheit gewesen sind. Ich will ein Zitat von Mises vorlesen, wo er also diese Situation schildert, die lange Zeit die Menschheitsgeschichte charakterisiert hat. Mises schreibt da, in dieser Zeit waren die Menschen einander tödliche Feinde, unversöhnliche Rivalen in ihrem Bestreben, einen Teil des von der Natur bereitgestellten knappen Angebots an Überlebensmitteln sicherzustellen. Jeder Mensch war gezwungen, alle anderen Menschen als seine Feinde zu betrachten, sein Verlangen danach, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ließ ihn in einen unerbittlichen Konflikt mit allen seinen Nachbarn geraten. Unter diesen Umständen konnte Mitgefühl unmöglich entstehen. Und ich füge dann selber noch hinzu, nur der Tod der Rivalen sorgte für eine Lösung des eigenen Überlebensproblems. Verschonte man das Leben des anderen, wäre es diesem sogar möglich, noch mehr Nachkommen zu zeugen und daher die eigenen zukünftigen Überlebenschancen noch mehr zu schmälern. Die Wanderung, die von Personen dann vollzogen worden ist, breitete sich langsam über die ganze Welt aus. Zum Beginn gab es nur ungefähr 500 bis 5000 Personen, die Schätzungen sind da etwas unterschiedlich, von den Typen, von denen wir irgendwie abstammen. Die wandern aus Afrika ab und erobern dann im Verlaufe von längeren Zeiträumen die ganze Welt. Vor 50.000 Jahren beginnt dieser Prozess. 15.000 Jahre später ist dann ganz Afrika, ganz Europa, ganz Asien und Australien besiedelt. Und nochmal gut 20.000 Jahre später, also vor knapp 15.000 Jahren, war auch ganz Amerika besiedelt. Zu dem Zeitpunkt waren also nur noch Polynesien und Neuseeland unbesiedelt. Und dabei kommt es dann zur Entstehung von separaten Genpools. Diese Jäger- und Sammlergesellschaften hatten praktisch keinen Kontakt miteinander, bildeten unterschiedliche Genpools und es kam sozusagen auch zu genetischen Veränderungen
Und man kann generell sagen, dass je früher der Zeitpunkt war, von dem sie sich abgespalten haben, und je weiter man in räumlicher Entfernung war, umso größer die Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen wurden. Und auch es zur Entstehung von unterschiedlichen Sprachen, gekommen ist. Natürlich waren diese Wanderungen auch klimatisch beeinflusst. Es gab eine Eiszeit, die 5000 Jahre gedauert hat, von ungefähr 20.000 bis 15.000 Jahren vor unserer Zeit, und dann nochmal für 1000 Jahre von ungefähr 12.500 Jahren bis 11.500 Jahren, und seitdem leben wir in einer Wärmeperiode, einer relativen Wärmeperiode seit 11.500 Jahren etwa. Nun komme ich zum malthusischen Problem. Nachdem die gesamte Welt sozusagen besiedelt ist von Jägern und Sammlern, ist die Landmenge gegeben. Und ebenso ist die Produktionstechnik gegeben. Dass man ist eben Sammler und man ist eben Jäger. Und damit sind auch Grenzen gesetzt, was die Arbeitsteilung angeht. Unter Jägern und Sammlern gibt es nur eine sehr begrenzte Arbeitsteilung. Und es gibt auch nur einen sehr begrenzten Austausch zwischen den verschiedenen Jäger- und Sammlergesellschaften. Damit tritt das Problem der optimalen Bevölkerungsgröße auf. So wie die Bevölkerungsgröße ein bestimmtes Maß überschreitet, kommt es zu einem Absinken des Pro-Kopf-Einkommens. Es gibt so etwas wie eine optimale Bevölkerungsgröße, wenn die Landmenge gegeben ist und die Produktionstechnik auch gegeben ist. Man muss dann die Bevölkerungszahl systematisch einschränken, was in allen Jäger-Semmler-Gesellschaften auch zum Teil geschehen ist, meist durch Abtreibung und ähnliche Dinge, aber einfach eben auch dann durch das Absterben von Personen, die nicht mehr ernährt werden können. Um die Bevölkerung systematisch vergrößern zu können, und ich werde Ihnen jetzt mal ein, wenn ich diese Technik beherrsche hier, diese Grafik zeigt einfach an die Zunahme der Weltbevölkerung. Und Sie sehen etwa, dass es ab ungefähr 1800 zu einem rasanten Anstieg der Weltbevölkerung kommt und vorher das Anwachsen der Weltbevölkerung relativ gering ist, was sich im Wesentlichen erklärt durch die eine der neuen Produktionstechniken, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Und ein zweites Bild. Dieses Bild zeigt das Pro-Kopf-Einkommen von Personen. Und was Sie da erkennen, ist eine sehr interessante Tendenz, dass bis ungefähr 1800 das Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung nicht wächst. Das heißt, die große Masse der Menschen lebt unter malthusischen Bedingungen. Es gibt natürlich reiche Leute und es gibt arme Leute, es gibt auch Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen, was das angeht, aber alles in allem ist es so, dass der allgemeine Lebensstandard, also das Pro-Kopf-Einkommen, nur minimal ansteigt, wenn überhaupt. Und auch da gibt es dann eben um 1800 diese Tendenz, dass plötzlich das Pro-Kopf-Einkommen radikal und ständig angestiegen ist. Das ist etwas, was ich versuche zu erklären.
Die erste grundlegende Innovation, die in der Menschengeschichte erfolgt, ist die, dass man eine andere Produktionstechnik entwickelt. Die Produktionstechnik des Landwirtschaft zu betreiben und Viehzucht zu betreiben. Das ist das erste Mal, dass man von der parasitären Lebensweise abgeht und der Natur etwas an Gütern hinzufügt. Ein Ackerbauer produziert mehr als da ist. Er konsumiert nicht nur, sondern er produziert zusätzliche Güter. Ein Viehzüchter erjagt nicht nur die Tiere und konsumiert die Tiere, sondern er produziert bewusst Tiere und es kommt also zu einer Vermehrung dessen, was die Natur von sich aus anbietet. Man produziert also jetzt umwegig, man macht Umwege, um an die Konsumgüter zu gelangen, um die es letztlich bei jeder Produktion natürlich geht. Diese neue Produktionsweise bedeutet, dass es so zu etwas gekommen sein muss wie einem Anwachsen an menschlicher Intelligenz. Auch dazu ein kurzes Zitat von Michael Hart aus einem Buch, das heißt Understanding Human History. Er schreibt, der Gedanke, Nutzpflanzen zu setzen, sie zu schützen und sie schließlich zu ernten, ist nicht naheliegend oder trivial. Und es erfordert ein beträchtliches Maß an Intelligenz, um diese Idee zu konzipieren. Weder ein Affe noch ein Australopithecus, Homo habilis oder Homo erectus, noch nicht einmal der frühe Homo sapiens ist jemals auf diesen Gedanken gekommen. Es ist auch keiner von ihnen auf den noch komplizierteren Gedanken gekommen, Tiere zu pflegen und zu zähmen und zu züchten. Mit dieser Erfindung von Ackerbau und Viehzucht kommt es auch zur Privatisierung. Vorher ist Land gewissermaßen als äußere Gegebenheit betrachtet worden. Der Mensch beginnt jetzt Land, Tiere und Pflanzen, also die naturgegebenen Dinge, als Produktionsfaktoren zu sehen. Als etwas, was man hegen und pflegen muss, unter private Kontrolle bringen muss, um einen höheren Ausstoß an Gütern zu erzeugen. Und es kommt auch zum ersten Mal dazu, dass so etwas wie Familien und Familienverbände und Familienhaushalte gegründet werden, so dass die Kosten und der Nutzen von Kindern einzelnen Produzenten zugerechnet werden können. Erinnern Sie sich, ich hatte erwähnt, dass wir das Problem haben, einen ständigen Bevölkerungsüberschuss zu produzieren. Wie kann man die Kinderproduktion sozusagen ökonomisieren, indem die Kosten und der Nutzen von Kindern einzelnen Personen zugerechnet werden und man selber verantwortlich ist dafür, wie viele Kinder man hat, wie sehr man darauf achtet, wie viele Kinder man hat, ob man sie durchbringen kann oder ob man sie nicht durchbringen kann. Auch dazu zwei Zitate, einmal von Thomas Malthus und anschließend von Mises. Malthus schreibt zum Beispiel, das natürlichste und offensichtlichste Hemmnis der Bevölkerung schien das zu sein, jeden Mann zu veranlassen, für seine eigenen Kinder zu sorgen.
Dies würde in mancher Hinsicht als Maß und Richtschnur im Bevölkerungswachstum dienen, da es erwartet werden könnte, dass kein Mann Wesen in die Welt setzt, die er nicht versorgen könnte, dass dort, wo dies dennoch der Fall war, es notwendig erschien, diesem Individuum, das sich und unschuldige Kinder gedankenlos in Not und Elend gestürzt hatte, als Exempel für andere die Schande und Unannehmlichkeit aufzuerlegen, die ein solches Verhalten mit sich bringt. Die Institution der Ehe oder zumindest irgendeiner ausdrücklichen und konkludenten Verpflichtung eines jeden Mannes, seine eigenen Kinder zu versorgen, scheint in einer den angenommenen Schwierigkeiten unterliegenden Gesellschaften das natürliche Ergebnis dieser Überlegungen zu sein. Und Mises, auch dazu, selben Thema, das regulierende Prinzip, das innerhalb der Gesellschaft den Ausgleich trifft zwischen der Beschränktheit der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Unterhaltsmittel auf der einen Seite und der weniger beschränkten Vermehrungsfähigkeit der Esser auf der anderen Seite, ist das Sondereigentum an den Produktionsmitteln. Indem es das Maß des Anteils am Sozialprodukte, das jedem Genossen zufällt, von dem ihm, das heißt seiner Arbeit und seinem Besitze ökonomisch zugerechneten Ertrag abhängig macht, wird die Ausmerzung der Überzähligen durch den Kampf ums Dasein, wie er im Pflanzen- und im Tierreich wütet, durch die Beschränkung der Nachkommenschaft aus gesellschaftlichen Rücksichten ersetzt. Anstelle des Kampfes ums Dasein tritt Moral Restraint, die durch die gesellschaftliche Stellung auferlegte Beschränkung der Zahl der Nachkommen. Und noch ein weiteres Zitat von Mises. Die bewusste Anpassung der Geburtenzahl an das Angebot materieller Möglichkeiten des Wohlstandes ist eine unverzichtbare Bedingung menschlichen Lebens und menschlicher Handlung, der Zivilisation und jeder Besserung des Wohlstandes und der Wohlfahrt. Wo der durchschnittliche Lebensstandard durch übermäßiges Wachstum der Bevölkerungszahlen beeinträchtigt ist, entstehen unversöhnliche Interessenkonflikte. Jedes Individuum ist im Überlebenskampf wieder ein Rivale aller anderen Individuen. Das einzige Mittel zur Verbesserung des Wohlergehens ist die Vernichtung des Rivalen. So wie die natürlichen Bedingungen sind, hat der Mensch nur die Wahl zwischen dem erbarmungslosen Kampf aller gegen alle und gesellschaftlicher Kooperation. Aber gesellschaftliche Kooperation ist unmöglich, wenn die Menschen ihrem natürlichen Impuls zur Vermehrung freien Lauf lassen. Es kommt also, um auf diese Grafiken zurückzukommen, durch die Einführung von Ackerbau und Viehzucht, also einer neuen Produktionstechnik, die sich allmählich sozusagen über den Globus ausbreitet, kommt es zu einem Anstieg der Bevölkerung. Aber auch diese sogenannte neolithische Revolution, die vor ungefähr 11.000 zwischen 11 und 12, 12 und 11.000 vor unserer Zeitrechnung vor 11.000, 12.000 Jahren stattgefunden hat, löst natürlich das malthusische Problem noch nicht. Die andere Grafik, die ich Ihnen gezeigt habe, zeigt ja, dass das Pro-Kopf-Einkommen trotzdem nicht steigt. Was passiert ist, dass immer dann, wenn es zu einem Bevölkerungswachstum kommt, dieses Bevölkerungswachstum wieder beschränkt wird durch die Beschränktheit der natürlichen und produzierten Ressourcen. Jeder technische Fortschritt, der auftritt, wird schnell wieder aufgefressen dadurch, dass die Zahl der Bevölkerung anwächst, sodass die Menschheitsgeschichte praktisch bis ungefähr um 1800 herum eben nicht in der Lage ist, ein ständiges
Anwachsen des Wohlstandes zu gewährleisten. Wenn man sich anguckt, was die Gründe sind für ein Anwachsen von des allgemeinen Wohlstands, dann gibt es da im Wesentlichen drei Punkte, die Ökonomen normalerweise anführen. Das eine ist, dass man die Arbeitsteilung weiter voranbringt, also zur stärker verstärkten Arbeitsteilung kommt. Das zweite ist die Zeitpräferenz, dass Personen also gegenwärtige Wünsche aufschieben können, dass man eine niedrige Zeitpräferenz hat. Und dass es zur Kapitalakkumulation kommt und dass es einen Schutz des Privateigentums gibt, dass man also ungefährdet von Übergriffen seitens anderer Personen leben kann. Aber die Arbeitsteilung ist begrenzt durch die mehr oder weniger große Vielzahl von Produkten, die es gibt. Wenn man zum Beispiel nur Schaufeln bauen kann und wenn man nur Hämmer bauen kann, aber keine andere Idee hat, welche anderen Instrumente man möglicherweise noch bauen kann, dann ist die Arbeitsteilung relativ beschränkt, kann sich nicht sehr weit ausdehnen. Dann sind die Leute eben damit beschäftigt, Schaufeln zu bauen und alle Leute haben dann eine Schaufel oder alle Personen haben dann einen Hammer. Man muss also neue Produkte erfinden können. Und dasselbe trifft auch zu auf die niedrige Zeitpräferenz. Selbst wenn man also spart und für die Zukunft vorsorgen will, dann muss man auch Möglichkeiten haben, wie man die Sparmittel in Investitionen umsetzen kann, also in neue Produkte investieren kann. Wenn einem keine neuen Produkte einfallen, nützt die größte Sparsamkeit nichts. Dann hat man immer größere Haufen von Äpfeln vor sich, aber man kann diesen großen angesparten Apfelhaufen nicht dazu nutzen, dass man jetzt, ein Boot baut oder eine Rakete baut oder einen Kühlschrank erfindet. Und was den Eigentumsschutz angeht, so muss man feststellen, dass es sehr wohl lange Phasen in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, in denen das Eigentum relativ gut geschützt war. Das war mal besser und mal schlechter, aber es ist nicht so, dass man um 1800 herum plötzlich eine institutionelle Revolution erlebt hätte, wo das Eigentum auf einmal geschützt war und vorher war es immer ungeschützt. Man muss also sagen, dass Eigentumsschutz nur eine notwendige Voraussetzung wirtschaftlichen Fortschritts ist, aber nicht hinreichend. Und was braucht man als zusätzlichen Faktor, um dieses Phänomen zu erklären, dass wir irgendwann aus dieser malthusischen Falle, wo also Personen immer wieder absterben, weil nicht genügend Lebensmittel da sind, dass wir aus dieser Phase herauskommen. Und die Hypothese, die ich vorschlage, auf die ich nicht alleine gekommen bin, aufgrund der Lektüre diverser Autoren, insbesondere von Michael Hart, Understanding Human History, und auch aufgrund der Untersuchung von einem ökonomischen Historiker, Gregory Clark, ist zu sagen, um diese Entwicklung zu verstehen, muss man sich darüber klar werden, dass es zu einer Höherentwicklung der menschlichen Intelligenz gekommen ist, die es ermöglicht hat, dass eben ständig neue Ideen entwickelt wurden, wie man die Sparmittel investieren kann, um auf diese Weise einen höheren Lebensstandard zu erreichen. Und wie ist sozusagen dieses Brüten einer höheren Intelligenz möglich gewesen? Wie ist das verlaufen unter malthusischen Bedingungen? Und der Mechanismus ist eigentlich ganz einfach zu verstehen.
Unter malthusischen Bedingungen ist es so, dass die wirtschaftlich erfolgreicheren Personen eine größere Anzahl von überlebenden Nachkommen produziert haben. Und die wirtschaftlich weniger erfolgreichen Personen, deren Nachkommenschaft ist verstärkt ausgemerzt worden. Wenn man sich überlegt, wer ist denn wirtschaftlich erfolgreicher, kommt man schnell auf die Idee, das hängt vermutlich irgendwie mit Intelligenz zusammen. Können also auch verkürzt sagen, intelligentere Menschen sind wirtschaftlich erfolgreichere Menschen. Wirtschaftlich erfolgreiche Menschen produzieren eine größere Anzahl von überlebenden Nachkommen. Und auf diese Art und Weise gibt es so etwas wie ein Anwachsen der menschlichen Intelligenz. Hinzuzufügen muss man noch, wenn man sich jetzt anguckt, die Welt, wie sie vor uns liegt, dass der Vorteil, intelligent zu sein und darum wirtschaftlich erfolgreicher zu sein, in nördlichen Regionen, in anspruchsvolleren Regionen, da wo die Jahreszeiten stärker wechseln, da wo es große klimatische Unterschiede zwischen Winter und Sommer gibt, der Länge der Tage und so weiter, dass intelligent zu sein einen größeren Vorteil unter sehr anspruchsvollen und sehr widrigen natürlichen Umständen bedeutet, als das in Gegenden der Fall ist, wo man mehr oder weniger immer ein mildes, gleichmäßiges Klima hat, wo die Gegensätze zwischen Wintern und Sommern eben weniger ausgeprägt sind, wo man weniger vorausplanend sein muss, um überleben zu können, so dass wir auch erklären können, warum es ein Intelligenzgefälle auf der Welt gibt. Wenn Sie sich die Welt angucken, ist das so, dass wir in den nördlichen Regionen, also Nordeuropa, dass wir Intelligenzquotienten etwa haben von 100 ungefähr. Und je weiter wir nach Süden gehen, fallen die Intelligenzquotienten ab. Bis auf 2 Standardabweichungen niedriger, also nur 70 in den Gegenden südlich der Sahara. In ganz Europa gibt es ein Nord-Süd-Gefälle, was die durchschnittliche Intelligenz der Bevölkerung angeht. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, weil wir gegenwärtig mit einer Einwanderungskrise bedroht sind. Und meine Bemerkung sollte schon darauf hindeuten, dass diese Krise möglicherweise noch sehr viel bedrohlicher ist, als sich die meisten Leute das vorstellen, wenn man sich auch das vor Augen führt, dass es dieses Gefälle gibt. Es gibt vielleicht noch eine scheinbare Anomalie, die ich erwähnen sollte. Warum ist es zur Entstehung von Ackerbau und Viehzucht zuerst gekommen im Nahen Osten, im sogenannten Fertile Crescent, also was heutzutage Irak und Syrien und solche Länder sind, und nicht im Norden? Und die Antwort ist, dass es natürlich zur Entwicklung von Ackerbau und Viehzucht sowohl Intelligenz benötigt, als auch bestimmte natürliche Voraussetzungen vorliegen müssen. Und die natürlichen Voraussetzungen Ackerbau und Viehzucht sind natürlich, dass es eine gewisse Wärme gibt. Und in den ganz nördlichen, in den nördlichen Regionen war gerade erst die Eiszeit vorbei zu diesem Zeitpunkt. Und erst nachdem sich das Klima generell erwärmt hatte, wurde es möglich, dass man überhaupt Ackerbau und Viehzucht in den nördlichen Regionen betreiben konnte. Aber die industrielle Revolution ist natürlich in den nördlichen Regionen ausgebrochen, aufgetreten zuerst. Und fast alle Erfindungen und so weiter sind dann von Norden in den Süden transportiert worden. Imitieren ist leichter, als selber Erfindungen zu machen. Ganz zum Schluss noch,
Unter den gegenwärtigen Bedingungen muss man sagen, dass diese Tendenz, die unter den malthusischen Bedingungen bestanden hat, dass sozusagen die intelligenteren Personen eine höhere Anzahl von Nachkommen gezeugt haben, die überleben konnten und dadurch die Bevölkerung insgesamt allmählich klüger gebrütet worden ist gewissermaßen, dass diese Tendenz unter den gegenwärtigen Bedingungen natürlich nicht mehr besteht. Unter den gegenwärtigen Bedingungen mit einem ausgebauten Wohlfahrtsstaat haben wir eine Situation, die nicht mehr eugenisch ist, wo sozusagen das Menschenmaterial besser wird, sondern das Menschenmaterial wird eher schlechter. Diejenigen, die wirtschaftlich am wenigsten erfolgreich sind, haben heutzutage die größte Anzahl von Kindern. Diejenigen, die wirtschaftlich besonders erfolgreich sind, die Intelligenteren, brüten inzwischen vermindert immer weniger Kinder. Das lässt also einen gewissen Pessimismus aufkommen, was die zukünftige Entwicklung angeht und was den weiteren Verlauf dieser Kurve angeht, wo das Pro-Kopf-Einkommen ständig ansteigt. Trotz wachsender Weltbevölkerung haben wir auch Zunahme des Pro-Kopf-Einkommens. Dieser Zustand ist aber durchaus kein Zustand, auf den man sich verlassen kann, denn er setzt voraus menschliche Intelligenz. Und im Augenblick sieht die Situation so aus, als würden wir mehr Dummköpfe brüten und weniger intelligente Personen. Ich danke Ihnen.